Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Oblivion. Wir haben Wetterlith gefunden und werden mal ganz kurz mal gucken, was hier so abgeht. Okay. Okay. Das scheint mir kein netter Ort zu sein. Zum Teil, was hier passiert. Eine verbrannte Leiche, Knochen. Immerhin kurz ein Bett zum Rasten. Ich nehme den ganzen Knochen mal ein bisschen schlafen. Was tut man nicht so alles für sein Leben? Okay, es gibt nur diesen einen Weg nach oben. Alter! Es sind noch mehr Knochen! Was soll es hier passiert? Man findet hier aber auch nichts anderes als Knochen, ne? Keine Gegner, keine Hinweise. Nur tot. Ich vermute mal, die wurden von einem... von Räubern getötet und dann geklaut. Würde ich glatt behaupten. Wenn ich jetzt rausgehe und jemand spricht mich an, bin ich am Arsch. Okay, alles gut. Sonst ist hier niemand in der Nähe. Ja, wieso nicht? Dann gehen wir halt hier hin. Wer weiß, vielleicht waren das die Kreaturen hier aus diesem komischen Ding gekriegt. Das war nur meine Fähigkeit, alles gut. Jetzt stecke ich fest. Verdammt. Ellen Glynn. Dann gehen wir da mal rein, würde ich sagen. Ne? Ah nein, ich habe doch nicht genug Pfeile für euch. Diesen Objekten sind immer die gleichen. Kommen wir jetzt rein? Ah. Ja gut, dann muss ich wohl noch mal ein bisschen mit Pfeil und Bogen kämpfen, wa? Oder auch nicht. Das ist euch dein Scheiß ernst. Alter, das Wasser. Okay. Kriegst du Schaden dadurch? Ich glaube nicht, das wäre ein bisschen unlogisch, ne? Kann ich den Dolch nicht nach ihm werfen oder so? Vor allem, der scheint auch noch so viel Leben zu haben. Ja gut, wenn du da stehen bleiben willst, Dude. Da habe ich kein Problem mit. Oh Gott, jetzt... Ja, jetzt kommst du plötzlich, ne? Ich hoffe, mich zu berühren. Das mag ich nicht. Ja, bald. Okay.
Okay, jetzt müssen wir nur hier dran vorbeikommen. Oh. Du lebst höchstwahrscheinlich. Da ist irgendwas Rotes und ich werde einmal ganz kurz nach Leben suchen. Die Reichweite ist auch erbärmlich momentan noch, ne? So kann ich das nicht aufsammeln. Ich glaube, irgendwas hat mich gesehen. Nee, hat es nicht. Ja, doch. Ah, das sind die Dinger. Leck mich doch. Mir geht's gut. Sind hier auch noch Menschen? Ich habe gerade eine menschliche Stimme gehört. Kein Grund zur Sorge. Meine Augen spielen mir nur einen Streich. Ja, verdammt! Er hat mich schon gesehen. Er hat einen Geist beschworen. Ja, wenn ich ihn töte, ist der Geist auch weg. Nein, der hat sich geheilt! Stirb halt! Totenbeschwörer. Wie, du lebst noch? Hier ist was anderes, was dich abschießt. Ja, mit dem Scheiß! Okay, da komme ich nicht ran. Ich bin klinisch tot. Wie das Ding einfach auch durchrast wegen den Knochen. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Hör auf, mich zu schießen! So, so. Wen haben wir denn hier? Niemand. Geil. Jetzt sind wir auch noch so ein Meister. Lass mich in Ruhe, Zombie. Oh scheiße, ich bin in der Falle. Jetzt bist du in der Falle. Sei ein Zombie getötet. Wuhu! Jetzt stirb halt, mein Gott. Mühsal. Wollen wir das mal auch kurz ausprobieren? Ich weiß nicht, was es ist, aber ich probiere es einfach mal aus. Zwergenstreitkolben. Oh, hat nichts wert, ne? Geringe Magieentzug, okay. Kleiner Seelenstein und noch ein kleiner Seelenstein. Oh, Pfeile. Und eine Leiche. Scheiß Totenbeschwörer. Ja gut, Totenbeschwörer, die Zombies beschwört, ja, ist ja klar.
Komm ich da hin? Nein. Oh Mann, ich will das Ding oben haben. Das ist wertvoll. Komm ich an irgendwas ran? Nein. Schade. Obwohl. Na komm! Cheater Power! Cheater Power! Verdammt. Okay, da kommt man nicht hoch. Ja! Ach, man kommt hoch. Okay, komme ich von hier aus überall anders auch noch hin? Ach, verdammt. Alter, du bist eine Katze! Du kannst alles! Wenn du es nur willst. Gratis-Loot. Hier ist überall Gratis-Loot. Ach, verdammt. Scheiß drauf. Ich hab schon einen Stab bekommen, der ganz cool ist. Ach, nice. Ja, die sind so wertvoll. Weil die wiegen halt ohne Ende was. Ich will nichts brauen. Ich will's wegwerfen. So, wie sieht's aus mit dem Level-Up? Ah, schon ganz gut. Schon ganz gut. Also, es geht aber schneller voran. Jetzt heilen wir uns erstmal ein bisschen über, gucken erstmal auf die Karte. Da links ist ja auch noch ein Weg. Ist okay, ich gehe hier lang. Die werden jetzt alle auf mich schießen, ne? Streitkolben der Asche. Ich bin selbstverständlich überladen, das weiß ich. Ja, scheiß darauf und scheiß darauf. Braucht den ganzen Scheiß niemand, ne? Hier Stärkeabsorption kann ich noch behalten, glaube ich. Reparaturhammer wiegen alle 1. Krass. Wie sie einfach die Tür zugemacht haben, lol. Okay. Dann mal ab dafür. Kann ich nicht einfach... Ja. Ah, ich hab's geschafft. Ich bin Profi. Yeah. Habt ihr diesen auch Ausweichskill gesehen? Alter Schwede. Ach ja, stimmt, da war ja was. Speichern. So, und raus hier. Einfach nur raus hier. Und wieder können wir uns wieder ganz voll rein. Klasse. Einfach klasse. So. Du bist jetzt mein Opfer. Komm her, ich muss es testen. Was habe ich mit ihm jetzt gemacht? Hä? Mühsal. Was auch immer das bedeutet. Ja, Feuerschaden, komm. Was soll's. Leider! Kann ich ja alle 10 Minuten mal zuschlagen, aber geht doch nicht. Ich glaube, der Schaden, der mir da angezeigt wird, ist fake. Streitkolben, keine Axt. Ja gut. Dann haben wir erstmal einen Streitkolben, mit dem wir rumlaufen. Wir skillen einfach alles hoch. Streitkolben, Schwerter, alles. Was uns gerade in die Finger kommt. Sagen wir es einfach so. So, kommen wir von da hinten? Nein. Okay. Das ist jetzt ein bisschen kacke. Ich flüchte hier auf den Felsen. Was kann er mir schon tun, wenn ich auf dem Felsen bin? Jetzt sind die schon zu zweit. Okay. Euch geht's gut, ja?
Oh, ich dachte schon, er schafft sie hoch. Komm, ziehen wir uns mal so einen Trank rein, ne? Und dann wechseln wir die Waffe, weil irgendwie hat es noch nicht viel gebracht. So, kurz voll heilen. Oh, was? Wieder! Oh mein Gott, er hat sich hochgebackt. Hauptsache irgendwas treffen. Jetzt stirb halt! Oh, da war so ein scheiß Stein, wo ich hochgegangen bin. Ich dreh durch. Oh. Das ist doch nicht dein scheiß Ernst. Es kommt doch so eine Ratte angelaufen. Habt ihr es jetzt? So, ich glaube, ich bin in die Richtung gegangen. Oh, das ist eine Hütte. Das ist eine Hütte, die ich schon kenne. Ich muss mich weiter heilen, ne? Gott, ich verwende die ganzen Takte Zauber. Ich brauche viel mehr Mana. Da können wir nicht rein. Hallo. Bitte lasst mich. Es wäre mir lieber, wenn ihr ginget. Bitte. Warum? Wir alle sprechen über den... Lasst mich einfach. Bitte. Dunkelste Finsternis. Die dunkelste Dunkelheit in Morrowind bedienen sich sowohl normale als Gläubige als Hexenmeister. Was ist dein scheiß Problem? Es wäre mir lieb. Okay. Lasst mich einfach. Bitte. Dann gehen wir hier hin. Endlich mal ein bisschen Frieden. Nicht immer nur Schlägerei. Brindlesheim. Was habt ihr für ein dunkles Geheimnis? Oh, cool. Was? Was? Die Kaiserstadt ist dicht. Lasst mich in Ruhe. Sagt, was ihr zu sagen. Ich warte. Die Kaiserstadt ist von einer Stadtmauer umgeben. Ein zweiter, innerer Wall schützt den Kaiserpalast. Warum seid ihr alle so böse? Lasst mich in Ruhe. Soll ich eure Stadt auch vernichten? Ist es das, was ihr wollt? Oh ja, na gut, Stadt kann man jetzt nicht sagen, aber... Ja, Pferde. Ich warte. Wo man Waffen kaufen kann? Wo man alles bekommt, wenn man sich die Reise leisten kann, ist im Marktviertel in der... Haltet den Mund. Okay, wie heißt euer Dorf? Brindlesheim. Brindlesheim ist auch dem Tode geweiht. Herzlichen Glückwunsch! Das habt ihr davon! Das habt ihr davon! Ich glaube, ich gleich noch euer Pferd und dann bin ich weg. Ihr seid seltsam, Leute, ihr seid seltsam. So, dann gehen wir in die Richtung. Ich find's cool, dass es hier überall quasi kleine Dörfer gibt, die alle unfreundlich sind und sterben wollen. Ups. Weil ich schon mal hier bin. Der schwarze Pfeil. Ist 150 wert, Junge. Was ist hier los? Akrobatik verbessert, cool. Was für was anderes, was wir noch hatten? Stärke absorbieren, das können wir auch verkaufen. Alles gut. Dann gehen wir mal weiter. Ja, cool. Einmal kurz in dein Haus gegangen und schon was richtig Erfolgreiches geschafft.
Dann gehen wir halt zum nächsten Dörfchen rüber. Gucken, was da so gibt. Ich bin schon wieder am Springen. Zumindest haben wir hier schon mal eine Kirche. Priorei Gottes de Font. Ah, eine Priorei. Vielleicht können Sie da irgendwie irgendwas über dieses komische Alkoholzeugs sagen, was ich gefunden habe. Aber hier ist schon mal niemand. Hallo. Was kann ich für euch? Nein, du kannst mir nichts darüber sagen. Schade. Was? Hattest du nicht gerade keine Kapuze an? Wiedersehen. Bist du die Einzige, die hier lebt? Ist das dein Ernst? Das finde ich ein bisschen erbärmlich. Vielleicht muss sie in der Kirche sein, damit irgendwas triggert. Ich bin Phoebe Genard, eine Wohlfahrtsschwester der Gottes von Priorei. Sucht ihr nach alchemischen Zutaten? Ja, jetzt plötzlich hat sie mehrere Sachen, die sie sagen kann. Frauenmantelblätter sind gut beim Heilen von Wunden. Entweder direkt aufgetragen oder als Trank. Wir haben genug davon. Bedient euch. Okay. Lebt wohl. Was für Dinger? Die Blumen hier? Keine Ahnung, was die von mir will. Vielleicht in ihrem Hinterhof. Nö. Ah doch, da, Ladymantel. Ja, wir haben genug davon. Ein Strauch. Ja, dann geh ich mal hier rein und guck, was hier ist. Ich meine, du wohnst da direkt nebenan. Da sind höchstwahrscheinlich die letzten krassesten Biester drin, die es hier überhaupt gibt. What the fuck? Was hab ich hier getan? Wer bist du? Marodeur. Dabei habe ich denen gar nichts getan. Ja, wer ist hier eine Kackbratze? Ja, du bist ja die Kackbratze. Damit so treffe ich ihn nicht. Nächste jetzt beschütze ich sogar die Priesterin. Finde ich nett. So, das kann ich gut gebrauchen. Dankeschön. Ich habe Pfeile aufgesammelt. Ich habe nichts mehr als Pfeile aufgesammelt. Nicht euer Ernst, ey. Die wiegen so viel. 21 wiegen die, krass. Tja, keine Ahnung. Hier und dann... Da. So, brauch ich eh nicht den Scheiß. Aber so langsam muss ich eigentlich zurück und mal wieder Sachen abgeben, ne? Festung Holzhand. Ach, da ist die Tür. Kann man schon mal übersehen, finde ich. Ja, Freunde, was wir in der Festung Holz... Hand finden, das erfahrt ihr wohl erst morgen in der Folge. Ich bin schon ganz gespannt drauf, mal sehen, was ihre Nachbarschaft so zu bieten hat. Haut rein, euer Zero. Tschüss.